Beifuß. Beifuß. Step. Beifuß. Beifuß. Stay. Yo, heute werde ich euch mal was zeigen. Steady. Yeah. So. Wie man einfach. Ich habe einen Cockerspaniel, wie ihr in dem Video gesehen habt, was ich auch in meinem Adventskalender gezeigt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Video das war. Aber jedenfalls, man verfolgt die ganze Zeit den Leckerli. Ich glaube, ich mache jetzt mal was mit ihm. Stella, hierher! Hierher! Das war nämlich sehr schwer, das ist ein dickköpfiger Hund. Stella, Heilfuß! Hey! Stella! Ja, also im Freien klappt es nicht, mit Leine klappt es schon. Aber das ist ein bisschen blöd aufzunehmen. Stella, komm her! Beifuß! Hey! Beifuß! Ja, schön! Stella! Yeah! Sitz! Sitz! So, was haben wir denn da Schönes? Hey! Stella! Sitz! Und bleib! So! Ich hole jetzt meine Handschuhe raus. Mit denen habe ich nämlich neu mal geübt. Mit Suchen und so. Ich hoffe, ihr seht jetzt da. Ich kann es gerade wegen dem Licht nicht sehen. So. Ja, bleibt. Bleib. Bleib. So. Werde ich den Handschuh nämlich hier und vorhin drücken. Bleib. Bleib. Und die soll ihn dann suchen. So. Hier hinterm Baum ist er. Sehr, such. Und da hat sie ihn schon. Ja, fein. Feiner Hund. Kopf. Warum soll eigentlich nicht sein, heißen, dass die los sind, aber das versteht sie nicht, noch nicht ganz so. Was soll's? Ihr seht mich noch nicht. Passanten darf ich nicht filmen. So. Stella. Sitz. Hier. Hier. Sitz. Platz. Oh, feiner Hund. So, es klappt schon ohne Leckerli. Das ist jetzt schon oft geübt worden. Aber man braucht halt immer eine Übungsmethode. Free. Oh, schade. Hat nicht geklappt. Was soll's. Kopf. Sally. Hallo. Hast du Hundengeschenke gekriegt oder eine Kamera? Nee, ich nehme gerade für YouTube auf. Okay. Für den Hund, deswegen. Was kann man da sehen bei YouTube? Max, bei mir oder? Let's Plays. Okay, bei mir sonst nur Let's Plays. Stella, hier. Yeah. Hier. Yeah. Sitz. Sitz. Bleib. Komm her. Nein. Komm her. So, das war jetzt ein Verbotsbefehl. Auch jetzt schön. Mal so zu sein. Ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn der Hund was Neues kann. Se, nein. Ja, bringe. Bringe. Das mit den Stock klappt leider noch nicht. Soll ja uns ja noch nicht verärgern. Sie ist erst ein Jahr und anderthalb alt. Wir haben sie 2012 im Sommer geholt. Da könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie lange wir jetzt den Hund jetzt schon ungefähr haben. Und der Hund, der stammt aus Halle. Da, komm her. Das war ja erst sehr schwer, weil wir mussten ihn halt auch beibringen, dass er raus auf Toilette geht und so. Ja. Siehst du den Stock? Siehst du ihn? Ja, du siehst ihn. Hier. Yeah. Hier. Yeah. So, ich verwirre sie jetzt mal ein bisschen. So, diese Antäuschung hat den Sinn, dass sie sonst immer weggerannt ist. Ach, es tut ein bisschen weh. Ja. Und dann. So. Und dann schafft sie es auch, aber sie bringt noch nicht den Stock. Stella, bring Stock. Bring her. Du musst nicht mir noch irgendwas einfallen lassen. Weil ich weiß nicht, wie man einen Hund beibringen soll, bitte den Stock zu bringen. Also
Mit Leckerlis klappt das nicht. Stella, bring her. Bring her. Stelli, bring her. Ah, das klappt noch nicht ganz. Ich denke mal, ich werde es zu Hause mal versuchen. Wir werden hier was ins Maul geben. Ein Knochen, Plastikknochen oder so. Dann werde ich es mal versuchen. Tuckerspeier sind sehr schwer zu ziehen. Die sind alle dickköpfig, so gesagt. Und man muss ja erstmal den Dickkopf praktisch brechen. Aber sie hat trotzdem noch den Dickkopf. Das soll auch so bleiben. Soll nämlich kein Befehlshund werden. Sehr, hier. Komm her. Komm, ey, hör mal jetzt, ey. Sally, yeah. Komm. Jetzt renne ich mal bitte. Und wird ziemlich aufmerksam. Sally, yeah. So, das war jetzt eigentlich über viel, dass sie kommen soll. Oh, da kommt sie schon. Da kommt sie schon. Dann muss man so laufen. Ich hoffe, ihr seht sie. Ich kann nichts retten. Ne? Ja, so. Ja, da ist sie schon. Sally. Sitz. Sitz. Bleib. Bleib. Oh, Sally, ich habe gerade vergessen, die Zeit. Sitz. Bleib. Bleib. Jetzt mal bleibst du aber. Hab dich auf Kamera. Däh. Such. Mal schnell weg. Kann sie jetzt suchen. Hoffe, die hat jetzt nicht gesehen, wo ich ihn hingelegt habe. Ja, feiner Hund. Ganz fein. Ah, gut. So. Ich hab hier noch nicht so ganz wieder, oder wie ich dachte. Ich habe ja auch gesagt, ich besorge mir ein Mikro. Aber das habe ich jetzt auch nicht geschafft, weil ich habe meinem Vater praktisch 80 Euro mal so gegeben. Ja, 80 Euro von meinem ersparten Geld für das Mikro. Finde ich immer ganz gut, wenn man seine Eltern auch unterstützt. Ist einfach so, in jeder Hinsicht kann man, sollte man eigentlich ihn unterstützen, das ist so meine Meinung. Ja, ich bin jetzt nicht so der hier Leuten, die so den Straßenrand die Geld gibt, aber ich habe vor, in ein, zwei Jahren, oder dieses Jahr sogar schon, dann die Musik machen, die dann wirklich zu belohnen und zu sagen, ihr kriegt praktisch so, weiß nicht, muss mal gucken, wie viel, also mit 1 Euro ist denen, oder 2 Euro, oder 3 Euro ist denen ja schon geholfen. Okay, zwar nicht ganz, aber trotzdem soweit geholfen und da denke ich mal, da wird sich schon was machen lassen, dass ich dann praktisch belegen kann, ob ich dann praktisch von denen die Musik nehmen kann, darf, frag sie dann, ob ich sie verwenden darf und dann würde ich sie auf meinem Kanal weiterwählen und dann auch dafür sorgen, dass ihre CDs praktisch verkauft werden und dann würdet ihr auch neue Musik in meinem Video hören. Die würde mir dann nicht so gesagt gehören, aber ich darf sie dann verwenden, weil ich dann die CD-Erlaubnis habe, werde ich mir dann auch noch schriftlich holen. Und dann denke ich mal, wird es bald soweit sein, dass ich dann auch eigene, also Musik von anderen verwende und die praktisch dafür entschädigt werden. Ich werde praktisch dann, die können sich ja dann irgendwie bei Amazon oder einen Account machen und dann ihre CDs vertickern. Hier. Yes. So. Jetzt zeige ich nochmal kurz den Platzbefehl. Platz! So, und jetzt gibt es einen kleinen Trick. So, ich zeige jetzt hier zwei Sachen. Ich habe das mal mit einem Stock gemacht. Sitz. Und bleib. Jetzt habe ich hier zwei Leckerlis hingelegt und jetzt gucken wir mal, welchen sie nimmt. Das oder das? Nimm. Hier. So. Welchen nimmst du als erstes? Den. Das ist nämlich ein bisschen verwirrend für den Hund. Ich weiß nämlich, wie ich welchen Leckerli er nehmen soll. Denn er ist ja fixiert, dass ich ihm die Befehle praktisch gebe. Weil es ist kein Befehl zum Hund. Renn! So. Such Leckerli! Wo ist er? Na, mit den Rennen war jetzt kein Befehl, sondern einfach nur so gesagt, dahin gestellt. Sally, wo ist das Leckerli? Wo ist das? Ja, das Leckerli. Wo ist das Leckerli? Ja, sorry. Stelly, wo ist das Leckerli?
Na such. Ja, feiner Hund. Feiner. Ist das zum Knuddeln. So, wir laufen hier gerade durch Sankt See. Ich filme aber jetzt hier nicht die Sachen alle, sonst habe ich keine Rechte da drauf, denn ich, so kann ich ja die Bäume praktisch filmen. Es ist ja, ich zeige ja nichts von den Schlössern oder so. Und das heißt auch, dass ich sie ranmachen muss, weil sie ist noch so ein bisschen bei den Straßen so, dass sie nicht hört. Stella, yeah! Komm her! Sitz! Yeah! Sitz! Yeah! So, das war jetzt einfach mal ein Laufbefehl. Ich habe das jetzt, glaube ich, nicht alles gesehen. Ich muss mich gerade auf den Hund konzentrieren. Das ist aber eigentlich eine ganz coole Sache. Nein! Sitz! Nein! Nein! Gut, das will ich nur antrainieren. Weil wenn jetzt jemand irgendwas runterschmeißt vom Balkon, soll sie da nicht rangehen. Und nicht auf unseren Hof. Und so eine Leute, die dann einfach essen, das schmeißen praktisch ein ganzes Steak noch vom Grillabend oder so. Ist dann schon ein bisschen schlecht für den Hund. Stella, hier! Sitz! So, jetzt mache ich sie mal ran. Ja, wie mache ich das denn? Stella, bleib. Stella, bleib. Ach so, ja. Ja, ich habe die Leine gerade nicht gefunden. Bleib. Stella, bleib. Sitz. Ist das lecker, lieber ich stehe? Danke. Bye. Ja, es wird schwer. Ich mache mal an dieser Stelle einen kleinen Cut oder sehen wir uns vielleicht nochmal. Oder nicht.